Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich habe mich spontan zu Wort gemeldet, weil ich hier schon einiges bemerkenswert und teils unerträglich fand. Damit meine ich jetzt gar nicht die Rede von Herrn Yildiz von der Linken, da mag ich gar kein weiteres Wort drüber verlieren. Die FDP bringt ein wichtiges Thema hier auf die Tagesordnung, auch nachdem der Bundestag sich damit befasst und mit einer breiten Mehrheit das in einen Ausschuss überwiesen hat. Die Erinnerung daran, dass die Soldaten unserer Parlamentsarmee in Einsätzen stehen und dort mit ihrem Leben bezahlen, dort fallen, ohne dass das in der Öffentlichkeit weitgehend bemerkt wird überhaupt. Und die Wertschätzung für die Verwundeten, für die versehrten Soldaten durch die Invictus Games. Und was machen die Regierungsfraktionen von Rot-Grün auf diese Anträge hin, auf diesen Antrag hin? Ich höre da nur scheinheilige Aussagen. Ja, aber kein Geld, wir machen was anderes. Und das finde ich eigentlich die Höhe, wieso bringen Sie das hier ins Parlament ein, in die Bürgerschaft ein? Das können wir ja in irgendwelchen anderen Runden erörtern. Das ist doch wohl scheinheilig. Was für ein Parlamentsverständnis kommt denn da zum Vorschein? Wichtige Debatten gehören ins Parlament, gehören in die Bürgerschaft. Wir sind die gewählten Volksvertreter. Und das Thema Bundeswehr und Wertschätzung der Soldaten ist ein solches wichtiges Thema. Das hat und sollte hier erörtert werden und sollte hier mit einem breiten Konsens erörtert werden. Davon gehe ich eigentlich aus und das würde ich erwarten und nicht mit derartigen Scheinargumenten nicht einmal in den Ausschuss überwiesen werden. Das finde ich persönlich, entschuldigen Sie den Ausdruck, eine Schande. Vielen Dank, Herr